Herzlich willkommen zur Spielauswertung für das erste Spiel der neuen Runde im alten Jahr, gleichzeitig letztes Spiel. Und na, zumindest für uns, denke ich mal, ein versöhnlicher Abschluss. Es war nicht ganz einfach zu spielen, aber das obliegt mir nicht, das einzuschätzen. Dafür habe ich links und rechts von mir Fachkräfte sitzen und dann bitte ich zuerst natürlich den Kollegen von Preußen Berlin um sein Statement. Ja, guten Abend, guten Rutsch, Charlie. Nicht viel zu sagen, aber ich bin sehr stolz auf meine Jungs. Die hat gekämpft, alles gegeben. Ich denke, es ist ein bisschen schwer, wenn du nur halbe Mannschaft hast. Und wir hatten so viel Pech jetzt mit Verletzungen und alles und krank. Und aber sie hat alles gegeben. Und ja, congratulations für den Sieg, für die 3 Punkte. Das war verdient. Und ja, Dankeschön. Danke. Thomas. Ja, danke für die Glückwünsche. Das war die Konstellation heute, eine ganz gefährliche Situation. Jeder kennt das. Ja, eine Mannschaft, die dezimiert hier anreist, die aber trotzdem letztendlich am Donnerstag gegen Rostock gewonnen hat zu Hause, auch in der Konstellation. Und das war klar. Und ich muss sagen, aus Trainersicht ist das, auch wenn vielleicht der ein oder andere enttäuscht ist, dass man da nicht schneller zum Erfolg kommt, war es für mich, was zumindest das Umsetzen der Konzeption anbelangt, war es die beste Leistung in dieser Saison. Das wird der eine oder andere vielleicht lächelnd begleiten, aber für mich als Trainer ist das so. Wir haben so konsequent das runtergespielt, haben natürlich ein paar Fenster gehabt. Jeder weiß, wenn wir nach dem 1-0 und den vielen Chancen das 1-1 kriegen, dann ist das natürlich psychologisch noch schwerer. Aber ich habe heute eine Mannschaft gesehen, die über 60 Minuten das umgesetzt hat. Und das ist so extrem wichtig, auch nach so einem Spiel wie am Donnerstag, wo wir ja dann ohne Punkte heimgehen. Respekt vor der Leistung, das sage ich ganz bewusst, auch wenn das Spiel besser sein kann, aber die Einstellung war da und das ist so extrem wichtig in den Spielen, die wir jetzt haben, wo wir auch so viel Möglichkeiten bekommen, selber das Spiel zu gestalten. Das ist natürlich gegen Duisburg und gegen Essen und gegen solche Mannschaften immer ein bisschen anders gewesen. Wir müssen jetzt den Schalter umlegen und müssen aber trotzdem immer wieder Verantwortung auch für die Defensive, für dieses Rückwärtsbewegen haben. Und das haben wir heute sehr gut gemacht. Gehen damit nach so einem Jahr in diese kurze Pause und nehmen, glaube ich, sehr viel Positives mit. Und das haben wir uns auch, glaube ich, verdient. Danke. Eine Anmerkung noch, ich glaube, da sollte man nochmal drüber reden, das nochmal zumindest thematisieren. Bei Preußen Berlin ist es ein bisschen besser. Ich glaube, ihr habt spielfrei nächsten Spieltag, gell? Nee, wir spielen. Ja? Okay. Ah, Freitag habt ihr frei. Ja, bei uns ist es so, in unserer Vollprofi-Truppe, in dieser Vollprofi-Liga, haben wir in acht Tagen 4 Spiele. Das finde ich schon ein bisschen brutal. Also das sehe ich bei der DL, sehe ich das, glaube ich, nicht so. Glückwunsch dem, der den Spielball macht. Ich finde es kritikwürdig. Auch in der Woche Dienstag nach Timtorf zu fahren, das ist eine ganz geile Nummer, gell? Aber wir machen das. Nicht zu vergessen ist ja, dass wir dann am 25. gestern auch Training machen. Das ist ja, du kannst natürlich auch nicht einfach dann sagen, okay, jeder weiß, Silvester, das habe ich auch zu den Jungs gesagt, das ist ganz klar, da wird keiner abstinent da über den Abend gehen. Jeder wird auch ein Bierchen trinken oder ein bisschen mehr. Außer Reto Schüppigen, der wird das konsequent durchsetzen. Dann ist ja immer an dem Folgetag Training. Gell? Du triffst dich dann abends. Es ist jetzt nicht ein Training, wo man nochmal die blaue Linie und die rote Linie misst, aber wir sind alle in der Kabine, wir treffen uns, wir machen athletische Dinge, wir machen. Also das ist auch ein Aufwand, den wir hier betreiben, der ist absolut bemerkenswert und der wird nicht so oft wahrgenommen. Das haben andere Mannschaften auch, ganz klar. Aber das ist nicht unbedingt Standard und das muss man vielleicht an so einer Stelle auch mal bemerken. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Wir nehmen das so mit. Team und Trainer tun wirklich alles, was sie können. Wenn es nicht immer klappt, sehen wir es ihnen nach, solange sie bemüht sind. Das waren sie, glaube ich, in jedem Spiel in dieser Saison. Und das ist das, was wir können. Wir geben Vollgas und es geht nächste Woche weiter in Timmendorf und dann am Sonntag, glaube ich, hier. Freitag nochmal auswärts, gell, in Herne.
Ja, schönes Programm. Genau. Da sehen wir uns wieder hier, den einen oder anderen vielleicht in Timmendorf. Dienstag ist ein idealer Reisetag dafür. Also nochmal zu dem Dresden-Spiel. Das ist, ich habe ja nur auch schon ein paar Jahre hinter mir. Das war schon eine coole Geschichte. Erstmal in Rostock so eine, in Rostock meine ich logischerweise, in Rostock so eine volle Halle zu sehen und dann rechts in dieser Kulisse von meiner Sicht aus rechts dann so eine Fraktion mit richtig gut gelaunten, gut eingestimmten Fans. Lassen wir das so stehen. Ich wünsche euch allen guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr. Unseren Gästen aus Berlin eine gute Heimfahrt, alles Gute für euch und außer wenn wir in Berlin sind, dann geben wir Vollgas. Alles Gute, schönen Abend noch, gutes neues Jahr, ciao.